Peter Schade, heute letztes Spiel in 2022 für den VfL Osnabrück. Ein Testspiel gegen den FC Schalke 04. Am Ende steht es 2:2. Ja, wie zufrieden bist du heute mit eurem Auftritt? Ja, schon sehr, weil wir haben heute gegen Bundesliga gespielt und ja, wir haben es sehr gut gemacht, finde ich. Viele Balleroberungen gehabt und ja, gut nach vorne gespielt und ja, gutes Spiel heute von uns, ja. Das habe ich genauso gesehen. Ich fand echt, es war dieser Zweiklassenunterschied war einfach echt über ganz, 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 ganz weite Strecken überhaupt nicht zu sehen. Ja, auf jeden Fall, wie du es schon sagtest, wir haben es gut gemacht. Wir haben es versucht, immer ja, eng zu machen in der eigenen Hälfte. Wir sind gut vorne angelaufen und ja, war ganz gut, ja. Und was ich echt bemerkenswert fand, auch nach dem Wechsel, also ihr habt ja mit einer Anfangself angefangen, in der 70. Minute dann fast komplett ausgewechselt, nochmal mit den Wechseln zur Halbzeit, eine zwei komplett andere Mannschaft nochmal auf dem Platz. Und ihr habt trotzdem das Tempo, die Aggressivität, die Enge auf dem Spielfeld gehalten. Ja, da sieht man, wie eng die Leistungsdichte bei uns in der Mannschaft ist. Ja, wir haben einen sehr guten Kader und ja, wir versuchen uns im Training uns immer hoch zu pushen und ja, deswegen sieht man da kaum einen Unterschied, ja. Die erste Hälfte der Vorbereitung, der Wintervorbereitung ist ja jetzt beendet. Jetzt geht es in die kurzen, sehr kurzen Weihnachtsferien. Dann geht es los im neuen Jahr. Ja, was wünschst du dir für die restliche Vorbereitung und vor allem fürs neue Jahr? Ja, dass wir weiterhin so arbeiten, dass wir alle gesund bleiben und ja, dass wir dann, wenn die Meisterschaft wieder losgeht, voll da sind dann. Ja. Da wünschen wir dir erstmal frohe Weihnachten und auf jeden Fall einen gelungenen Rutsch in 2023 und einen guten Start. Danke, danke. Ciao, ciao.